Sehr sympathisch. Und ich dachte schon, Sie seien nach Berlin umgezogen. Da gibt es nämlich eine Konrad-Tönz-Bar. Jawohl. Wussten Sie davon? Nee. Ich dachte, die gehört Ihnen. Schauen Sie mal hier. Das ist die Konrad-Tönz-Bar. Ja. Das ist eine Szene-Kneipe in Berlin. Ja, 97 war das. Ja. Ja. Da bin ich an einem Kongress in Berlin gewesen. Da kommt der Berliner Kollege zu mir und sagt, du Konrad, wie geht es deiner Bar? Sag ich, ja bitte, was heißt Bar? Da sagt er, ja, die Konrad-Tönz-Bar. Sag ich, du, keine Ahnung. Ja. Ich ging nach Hause, hab angerufen nach Berlin, Konrad-Tönz-Bar. Sage, sieh, da ist Konrad-Tönz aus Zürich. Da sagt er, mach keinen Scheiß. Ich hab alle angehoben und gesagt, der Tönz zahlt. Ja. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee auch für Sabine Zimmermann auf Mallorca. Edes Eck oder sowas. Könnten Sie doch da auch mal aufmachen. Ich habe es mir gerade eben gedacht, das wäre eine ganz gute Idee, aber das wäre eventuell mit Arbeit verbunden und ich glaube, da habe ich keine Lust zu. Das ist eine sehr sympathische Lebenseinstellung. In diesem Sinne viel Spaß auf Mallorca und genießen Sie Ihr schönes Wetter. Hier in Hamburg ist auch großartiges Wetter. Seit Wochen Frühling hier in Deutschland, warme Temperaturen, die Sonne scheint. Sie versäumen richtig was. Ich bleibe trotzdem hier. Herr Zokos, wie oft waren Sie eigentlich schon in Fälle von XY involviert, unmittelbar als Gerichtsmediziner? Also die genaue Zahl kann ich nicht sagen. Aber immer mal wieder? Ja, eigentlich die Berliner Fälle, die von Herrn Zerne präsentiert werden, die kenne ich alle. Mhm. Gerade jetzt der letzte Fall in Neukölln, der junge Mann, der da erschossen wurde, den habe ich auch obduziert von diesem unbekannten Täter. Also die kenne ich natürlich. Ich kenne natürlich auch die Polizeibeamten von der Mordkommission, vom LKA, die dann da die Fälle referieren. Da bin ich schon ziemlich nah dran. So, und das setzt sich ja alles wie so ein Puzzle dann irgendwann mal auch zusammen. Und das ist auch das Stichwort für ein Kapitel Ihres neuen Buches, in dem Sie beschreiben, wie tatsächlich ein grauenhaftes Puzzle irgendwann mal in Berlin sich sozusagen gezeigt hat. Und zwar in Form von einzelnen blauen Plastiktüten. Das Kapitel heißt bezeichnenderweise der Puzzlemörder. Genau, der Puzzlemörder, so ist der auch dann von den Boulevardmedien getauft worden. Das ist ein echter Fall. Das ist ein echter Fall, natürlich. Ja. Das sind alles echte Fälle, die ich in meinem Buch beschreibe oder schildere. In diesem Fall wurde im Sommer 2011 zunächst ein neuer Rollkoffer von Anglern im Wasser gefunden. Und in diesem Rollkoffer befand sich ein Torso. Das heißt also ein menschlicher Oberkörper, Kopf, Arme, Beine abgetrennt, der mit sehr kunstvollen und auffälligen Tätowierungen verziert war. Und wir haben dann eben die Obduktion durchgeführt, haben lediglich festgestellt, dass die Körperteile oder die Gliedmaßen und der Kopf postmortal abgetrennt worden waren. Wir haben festgestellt, dass er Blut eingeatmet hatte, Blut aspiriert, was uns darauf schließen ließ, dass er offensichtlich zu Lebzeiten eine Kopfverletzung oder Schnittverletzung am Hals erlitten hat. Mehr konnten wir dazu noch nicht sagen. Und dann hatte ein Polizeibeamter eine wirklich geniale Idee, weil nämlich zu der Zeit eine Tattoo-Convention in Berlin war. Und dann hat er seine Ermittler mit Fotos dieser Tätowierung, natürlich nicht vom Torso, sondern nur der Tätowierung, losgeschickt auf diese Tattoo-Convention. Und die haben dann eben bei den Tätowierern die Bilder rumgezeigt. Und relativ schnell war klar, wer der Künstler war, der die Motive gemacht hat. Und darüber konnte dann auch das Opfer innerhalb von wenigen Tagen identifiziert werden. Aber es fehlt noch die restlichen Körperteile. Und das ist eigentlich eine Geschichte, deshalb habe ich das natürlich auch in meinem Buch aufgegriffen. Die könnte sich ein Autor nicht besser ausdenken. Das ist ein schwül warmer Sommer in Berlin. Sowieso etwas saure Gurkenzeit. Dann immer die Titel von den Boulevardmedien, der Puzzlemörder hat wieder zugeschlagen, wieder ein Körperteil gefunden. Und dann wurden wirklich über mehrere Tage die Arme, die Beine, der untere Teil des Rumpfes gefunden und dann auch der Kopf. Und ich erinnere mich noch genau, dass der Kopf an einem Abend oder am Nachmittag gefunden wurde und gegen abends um 8 kam bei mir der Anruf an. Wir haben den Kopf gefunden und ich saß mit meiner Frau, ich weiß nicht, ob es Aktenzeichen gab oder irgendwas, wir saßen jedenfalls vorm Fernseher und ich habe gesagt, du, das ist nur ein Kopf, ich bin bestimmt in einer Stunde wieder da, brauchst du nicht ins Bett gehen. Das dauert nicht lange. Das kannte ich noch hier aus Hamburg von so abgetrennte Köpfe am Elbstrand oder so bei Suizidenten. Ich habe mich allerdings getäuscht, denn diesen Kopf, den haben wir fast 8 Stunden lang obduziert, weil der nämlich 50 Hieb- und Stichverletzungen hatte. Das heißt, also, es war dann doch morgens um 5.30 Uhr, als ich dann wieder aus dem Institut ging und wir ihn dann aber auch tatsächlich das Puzzle sozusagen zusammengesetzt hat.
So, und Sie haben uns etwas mitgebracht, von dem Sie sagen, das ist im Augenblick State of the Art, wie man heute so auf Neudeutsch sagt. Das ist eigentlich... Genau. Also das ist ja, nicht das ist computeranimiert. Das ist nicht echt, was wir hier sehen. Ne? Muss man einmal dazu sagen. Das ist echt. Es ist aber nicht. Das wollte ich sagen. Das ist nicht das Cover meines Buches. Nicht, dass Sie jetzt nicht. Nein. Was Falsches denken. Das ist tatsächlich der Kopf dieses Opfers von dem Puzzlemörder. Wir sehen hier eine. Wir können das mal abfahren. Ja. Eine Computeranimation, wie wir sie tatsächlich bei uns gerieren im Institut mit einem Computertomographen. Wenn wir kurz anhalten. Wir können eben durch einen Oberflächenscan, wir schieben den Leichnam, beziehungsweise in dem Fall die Leichenteile, in einen Computertomographen. Das Gerät, was jeder kennt aus der Radiologie. Mhm. Nur wir haben den großen Vorteil, dass wir es höher drehen können, weil wir mit der Strahlung natürlich niemanden mehr schaden. Das heißt, wir können im Submillimeterbereich alles darstellen. Wir sehen jetzt hier massive Hiebverletzungen an der linken Gesichtsseite. So sieht eben ein Kopf aus, wenn er mehrere Tage in einem schulwarmen Sommer in einer Plastiktüte in einem See liegt. Wenn wir jetzt mal weiterfahren, bitte, dann können wir jetzt gleich sehen, dass wir eben mehr Schichten, Computertomographie, wir können jetzt eben alle Schichten durchdringen und wir sehen jetzt tatsächlich nur den Schädel. Und wir sehen jetzt auch hier, wenn wir noch mal kurz anhalten, die verschiedenen massiven Hiebverletzungen, die letztlich dann auch die Todesursache waren und zu dieser Bluteinatmung, zu dieser Blutaspiration geführt haben. Jetzt können wir wieder weiterfahren. Und das ist tatsächlich State of the Art. Wir wissen also mit dieser postmortalen Computertomographie, das haben zurzeit nur 5 Institute in Deutschland, da wissen wir schon vor, was uns erwartet. Ich konnte also, als diese Plastiktüte noch gar nicht weiter geöffnet war, als man nur wusste, das ist ein Kopf, konnte ich den Polizeibeamten vor der Obduktion schon sagen, uns erwarten eine Vielzahl an Hieb- und Stichverletzungen. Und sie konnten eben dann auch gleich sagen, okay, wir müssen die Gegend auch speziell jetzt nach Äxten, Beilen, Messern absuchen in der Nähe des Opfers. Wir können damit Projektile im Vorfeld feststellen. Wir wissen, ob zum Beispiel Messerklingen abgebrochen sind, was für Frakturen vorliegen. Für die Identifizierung ist das ideal, wenn jemand einen Herzschrittmacher trägt. Schenkelhalsprothesen, Zahnprothesen. Also das ist tatsächlich im Moment, wie Sie schon sagten, State of the Art. Das ist eine absolute Revolution im Sektionssaal. Und ist deswegen auch interessant, weil wir als Fernsehzuschauer von CSI, zum Beispiel Miami oder was auch immer es da gibt, häufig das Gefühl haben, in Amerika, da passieren eigentlich die spektakulären Dinge in diesem Bereich. Das ist aber gar nicht so, dass wir in Deutschland hinterherhinken. Nein, also in der Medizin wird ja häufig angenommen, und das ist ja auch in fast oder in allen medizinischen Disziplinen so, wenn man in Deutschland dann akademische Karriere machen will in der Forschung, muss man einige Zeit in den USA gewesen sein, an einer renommierten Klinik und geforscht haben. Das ist eben in der Rechtsmedizin nicht der Fall. Die sowohl frühere als auch die moderne Rechtsmedizin hat ihre Wurzeln in Deutschland. Wir sind hier tatsächlich weltweit führend, was eben Technologie anbelangt, was Untersuchungsmethoden anbelangt. Das gipfelte darin, dass ich vor ein paar Jahren für eine Zeitschrift, bei der ich Herausgeber bin, eine wissenschaftliche internationale Zeitschrift, eine Arbeit von amerikanischen Kollegen bekommen habe, die sogenannte Simonsche Blutung an der Wirbelsäule beschrieben haben als Vitalzeichen beim Erhängen. Das weiß man seit 60 Jahren in Deutschland, dass bei diesen Blutungen das dafür spricht, dass jemand nicht postmortal aufgehängt wurde, sondern zu Lebzeiten erhängt wurde. Das hatten dann die amerikanischen Kollegen 60 Jahre später auch nochmal entdeckt. Das ist ja gut, dass sie es gefunden haben, aber das war eben schon bekannt. Und das ist eben so ein Beispiel dafür, dass die tatsächlich, was die Rechtsmedizin anbelangt, weit hinter uns herhängen und hinken. So, wie ist denn jetzt, eine Sache würde mich noch interessieren, es gab tatsächlich schon zu Kaisers Zeiten? Ja, es gab schon im 16. Jahrhundert von Kaiser Karl V. Das hieß so peinliche Halsgerichtsordnung. Und in dieser peinlichen Halsgerichtsordnung stand schon drin, dass man eben bei unerklärlichen Todesfällen und bei Körperverletzungen Ärzte hinzuziehen soll. Das heißt also, da hat die Rechtsmedizin also tatsächlich schon ihre Wurzeln. Eine lange, lange Tradition. Ja, ja. Wer ist denn jetzt der Täter in dem Fall? Weiß man das mittlerweile? Ja, das weiß man. Der ist, wer das Opfer ist, wussten ja, Sie ja auch. Das Opfer haben, das wussten wir schon, bevor wir den Kopf hatten. Das Opfer ist, der Täter ist ein Tätowierer, ein aus New York, aus der Bronx stammender. Also das ist wirklich, ein Autor könnte sich nicht besser ausdenken. Dort zur Fahndung ausgeschriebener Tätowierer, der mit dem Opfer zusammen in einem Studio gearbeitet hat. Dann kam es unter massivem Alkoholeinfluss zu Streitereien und dann letztlich zur Tötung. So, und dieser Mann ist verurteilt worden. Genau, die Anklage lautete auf Mord. Weil der ja bestialisch auf diesen Mann losgegangen ist. Genau, wenn Sie sich an die Bilder erinnern mit 50 Stich- und Hiebverletzungen am Kopf, da kommt natürlich Mord in Betracht. Verschiedenste, ja, aber Sie ja, lassen, aber Unterschied noch, zu es wird sich, Mord hat ja bestimmte Kriterien, nicht? Grausamkeit, Heimtücke,
zur Befriedigung sexueller Motive, zur Verdeckung einer Straftat. Und hier war in dem Fall die Grausamkeit, das Mordmotiv, was von der Staatsanwaltschaft angenommen wurde, aufgrund der 50 Verletzungen. Und dann kam die entscheidende Frage, ich war eben Sachverständiger, rechtsmedizinischer Sachverständiger in dieser Gerichtsverhandlung, und die entscheidende Frage des Gerichtes an mich war, kann es sein, dass die Verletzung im Gesicht, die wir gesehen haben, an der linken Gesichtsseite, die auch zur Blutaspiration, zur Einatmung von Blut geführt hat, die erste Verletzung war, und dass er dann sein Bewusstsein verloren hat. Und da habe ich gesagt, ja, das ist möglich. Und damit fiel das Mordmerkmal Grausamkeit weg. Er ist letztlich wegen Totschlags zu 10,5 Jahren verurteilt worden, aber nicht wegen Mordes. Aber, und das eben durch die rechtsmedizinische Untersuchung. Hadert man dann damit, wenn man weiß, durch diese eine Aussage, die einfach nur lautete, ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Es kann sein, aber könnte auch anders gewesen sein. Ich hadere damit nicht. Habe ich dafür gesorgt, dass jemand, der so etwas macht, deutlich weniger ins Gefängnis geht, als er sonst? So sehe ich das nicht, sondern ich sehe es so, ich habe die wissenschaftlichen oder die naturwissenschaftlichen Befunde dem Gericht demonstriert. Und was das Gericht daraus macht, das sind juristische Entscheider, die Entscheidung treffen. Darüber bin ich froh, dass ich Naturwissenschaftler bin und eben nur die Fakten liefere. Und auf diese Frage muss ich natürlich nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Und da sage ich, ja, das kann sein, dass es die erste Verletzung war. Und im Zweifel für den Angeklagten. Aber das ist dann schon Juristerei. Und darüber bin ich eben froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Und deswegen finde ich auch so wichtig, weil man natürlich auch argumentieren könnte und sagen könnte, naja, das ist auch voyeuristisch und so weiter, sich dann auch solche Details mal anzuhören oder auch in einem Buch die Klaviatur des Todes, heißt es bezeichnenderweise, mal nachzulesen. Aber dann auch mal ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie eure Arbeit vonstatten geht, wie die Arbeit von Ermittlern vonstatten geht und auf welcher Basis dann Juristen manchmal auch zu Urteilen fast kommen müssen, die man so als Außenstehender vielleicht nicht auf den ersten Blick nachvollziehen kann. Und da lohnt häufig ein klarer Blick auch noch mal hinter die Kulissen. Wichtiges Buch, wichtiges Thema, und ein weiteres wichtiges Thema wollen wir jetzt besprechen. Ich erinnere mich, wie groß das Grauen war und auch der Abscheu und der Ekel war, als wir alle öffentlich mitgekriegt haben zum ersten Mal, dass da eine rechte Mörderbande jahrelang, ein ganzes Jahrzehnt lang durch Deutschland gezogen ist. NSU ist ein Stichwort, Zwickauer Zelle ein anderes. Wann habt ihr das erste Mal darüber berichtet, Rudi? Ich glaube, also das erste Mal berichtet wurde, da war ich noch gar nicht Moderator bei Aktenzeichen, das war 2001 nach dem ersten Mordfall. Da ist man ja noch nicht von dieser Mordserie ausgegangen, aber es ging dann immer weiter. Ich meine, zu meiner Zeit bei Aktenzeichen haben wir dreimal darüber berichtet. Es kam ja dann auch noch zu diesen verschiedenen DNA-Spuren. 2010, das letzte Mal, einen kurzen Ausschnitt daraus schauen wir uns eben an. Seit 10 Jahren jagt die Polizei einen geheimnisvollen Todesschützen, der 9 Männer auf dem Gewissen hat. Die Opfer waren 8 türkische und ein griechischer Geschäftsmann. Wir haben damals schon mehrfach darüber hier berichtet. Heute wollen wir uns auf die Tatwaffe konzentrieren, denn sie könnte der Schlüssel zur Aufklärung sein. Und das BKA glaubt, dass es dem Täter jetzt so dicht auf den Fersen ist wie nie zuvor. So, da war noch gar nicht klar, welches Ausmaß das tatsächlich hatte. Wie habt ihr intern darüber gesprochen? Was habt ihr gemutmaßt, was dahinter steckt? Gar nichts. Das ist ja oft so, dass wir an Fälle rangehen und sagen, ja, was kann das Motiv dazu sein? Gerade so wie in diesem Mordfall im Spandauer Forst. Da habe ich persönlich an eine Beziehungstat gedacht, dass es in irgendeiner Form doch jemanden gibt, der einen Hass auf diese Frau hat, der vielleicht von dieser Frau enttäuscht wurde, was auch immer. Es gibt kein Motiv. Deswegen ist der Fall ja auch noch nach wie vor nicht aufgeklärt worden. Ich gehe da immer relativ nüchtern und sachlich ran. Ich versuche, die Fakten abzuarbeiten und die Fakten vorzustellen und versuche, mit dem jeweiligen Ermittler, mit dem Kommissar, alles zu präsentieren, was den Fall in irgendeiner Form präsent macht, was ihn so präsentiert, dass irgendjemand etwas sagen kann. Es geht ja, das ist ein klassischer Fall für die Öffentlichkeitsfahndung. Es geht darum, wer hat Beobachtung gemacht? Wer kann etwas zu dieser Waffe sagen? Es war immer diese Cesca. Dann kam ja auch noch der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter dazu. Man hat ja dann später im Haus der Täter diese Dienstwaffen gefunden. Und dann hat man entsprechend versucht, natürlich das alles darzustellen und versucht, irgendeine Konklusion dazu zu kriegen. Aber
es gelang halt nicht. Ja. Fragt deswegen nach dem möglichen Motiv, weil man in eine Richtung damals zumindest eigentlich gar nicht ermittelt hat und irgendwie auf diesem Auge schlicht und ergreifend nicht sehen wollte. Die Frage kam von uns natürlich auch, gibt es eventuell einen rechtsradikalen Hintergrund? Das ist ausgeklammert worden. Genau, das ist ausgeklammert worden. Diese Frage hat auch Frau Simsek und ihre Familie 2006 bereits das erste Mal gestellt. Und